Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light hier bei uns in der Grube, währenddessen ich mal meinen Game Sound wieder mache. Ich kann etwas hören. Und hier knattert irgendwas. Habe ich hier so eine Art Generator drin? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, heute machen wir ein paar Nebenquests. Ist es dunkel? Ne, es ist 9 Uhr morgens. Hört sich alles ein bisschen seltsam an. Motten? Was zum Teufel ist hier los? Okay, dieses Haus ist gruselig. Ich will hier raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier reingekommen bin. Ich hätte keine Aufnahmepause machen sollen. Ausgang! Der müsste ja eigentlich über uns sein, ne? Also. Da. Ah! Ich kann hier meinen Enterhaken hier nicht einsetzen. Ist das böse? Okay, anscheinend ist das Wetter draußen in Ordnung. Oder so in Ordnung, wie es halt sein kann. Ich weiß nicht, was die 1000 Vögel da hinten machen, aber gut. So, wir müssen dafür in die andere Richtung. Wir gehen nämlich zu Rupert's Apartment. Und ja, das war's eigentlich. Wir gehen dahin. Ich weiß noch nicht, was wir da machen sollen, aber wir werden da auf jeden Fall hingehen. So, jetzt müssen wir hier aber nur runtergehen, ne? War ich nicht. Scheiße, das ist zu niedrig, ne? Hä, wie soll ich denn hier jetzt reinkommen? Wie wär's mit der Tür, Zero? Die Tür ist schon mal ganz gut. Genau, Schalldämpfer. Das war's. Deswegen sind wir hergekommen. Schalldämpfer. Ich erinnere mich, Freunde, es ist gar nicht mal so lange her. Gerade mal eine Stunde. Aber ich erinnere mich wieder. Es ist quasi, als wenn ich eine Gedächtnispause gemacht habe und mein Gedächtnis kurz gelöscht habe. Wieso soll ich ihn jetzt suchen? Ich dachte, das Schild hier irgendwo. Naja, klauen wir ein paar Sachen. Aber bestimmt nichts dagegen, ne? Hier ist sogar ein Bett. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Oh, Dietrich. Ist das ein Kindergarten? Okay, hier ist zu. Das ist hier so crazy. Und meine Waffe nervt mich. So. Schon besser. Dieses Rauschen, ne? Es frisst sich so in deinen Gehörgang rein. Ah, hier war anscheinend jemand schon. Wer sind Sie? Oh mein Gott. Warum? Was ist hier los? Wieso hast du so einen scheiß Hut auf? Ich bin Crane. Ich suche Rupert. Tust du nicht. Du suchst einen Büchsenmacher. Sein Name interessiert dich nicht. Wenn du meinst. Also, ich interessiere mich für Waffenmodifikationen. Hörst du zu Rais? Nein. Das ist schon mal gut. Aber ich muss auf meine Frau Jasmin warten. Vorher kann ich hier nicht weg. Ist sie schon lange fort? Nein, nicht lange. Es wird also wohl dauern, bis sie wiederkommt. Was ist mit diesen Kindern? Sind die Eltern... Tot, hoffe ich. Jeden Tag habe ich Angst, dass eins der Kinder aus dem Fenster blickt und Mama oder Papa die Straße runterschlurfen sieht. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Was hast du ihnen erzählt? Halbwahrheiten. Schwarze Magie bedroht die Stadt und ich bin der gute Zauberer, der sie beschützt. Es ist ein Spiel, das immer weitergeht. Jasmin kann so etwas besser. Verdammt, ich bin Büchsenmacher. Was habe ich mit solchem Magieunfug zu tun? Sieht so aus, als wärst du ziemlich gut. Bin ich nicht. Ein Mädchen hier, Alia, hat Diabetes. Wir haben kein Insulin mehr und ihr Blutzuckerspiegel ist viel zu hoch. Sie ist dehydriert und erschöpft. Okay. Jasmin meint, wenn sie nicht bald Insulin kriegt, fällt sie ins Koma und stirbt.
Und ich stehe hier mit meinem Zaubererhut und die Kinder erwarten, dass ich sie mit einem Zaubertrank heile. Vielleicht ist es Zeit für die Wahrheit. Es gibt keine gute Magie, nur schwarze. Easy, Rupert. In der Stadt gibt's eine Apotheke. Vielleicht finde ich dort ja Insulin. Ehrlich jetzt? Mann, wenn du dich darum kümmern könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Ich habe ein Funkgerät. Sobald meine Frau zurückkommt, gehe ich für eine Weile nach Hause. Ich sage dir dann vorher Bescheid. Okay. Das ist mir nicht ganz koscher hier. Ich gehe hier weg. Kann ich hier durch? War ja klar. Wieso auch? Ja, der Heiltrank. Komm, gib her. Aber scheint alles doch ganz koscher zu sein, da was wir da gerade gesehen haben. Ne? Ich hatte so meine Bedenken, als ich das erste Mal da war, aber man sollte ja keine voreiligen Schlüsse treffen, ne? Was ist eigentlich mit Antizin? Mein Charakter hat seit Ewigkeiten kein Antizin mehr genommen. Müsste es nicht irgendwie sowas geben, wie zum Beispiel, dass man Antizin sammeln sollte oder so, dass man selber sich mal einen Schuss geben kann? Naja. Gut, wir müssen zwei Orte besuchen. Okay, deine ist fake und beim anderen ist das Heilmittel. Das ist nicht Heilmittel. Bullshit. Auf jeden Fall, einer wird definitiv leer sein. Oha, die können sich sogar wehren. Okay. Ich hab's ja verstanden. Alter, ich hab dich weggetreten, Olle. Ich will mich nur ein bisschen umziehen. Alles ist gut. Ich bin getarnt. Oh Gott. Ich weiß aber nicht, wie lange. Oh, bitte. Oh, zwei Medikits. Ein Segen. Ich bin weg. Hui. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Er hat mich gesehen, wie ich abgehauen bin. Das soll mich mal nicht stören. Ich kann nämlich einfach zack machen und dann bin ich weg. Ach, leck mich doch. Wo ist gerade mein Interhaken geflogen? Hey da. Ach, hier soll ich sogar rein, ja? Okay. Kommt mir vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Gibt's hier eine Tür? Ja. Gehört. Oh Gott! Okay, zum Glück sind sie zu doof. Ah! Oh. Ich hab da keinen gesehen! Ich hab da keinen gesehen! Ich schwör's! Habt ihr gerade jemanden gesehen, als ich auf der Lampe stand? Ich glaube nicht, ne? Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Hättest du, ja, das. Ich soll hier sogar. Hä? Achso, ich dachte schon, das wäre der Ort, wo ich hin sollte. Okay, die prügeln sich da gerade mit Zombies höchstwahrscheinlich. Das ist auch wahr. Jetzt ist es weg. Ja, es war tot. Es war ich. Das Viech da will explodieren. Okay, wir springen einfach hier drauf. Was soll der Scheiß? Wir helfen ein bisschen die Zombies. Ich glaube, die Zombies können hier nicht aufkommen. Oh, ups.
Ach, der ist tot. Ja, der Zombie macht den Rest. Der ist tot. Kannst du mal sterben? Habt ihr schlecht geschissen oder so? Oh, da ist jemand explodiert. Nice. Das ist mal knapp. Okay. Diese Pisser. So, was haben die beschützt? Ah. Jetzt muss ich das Ding auch noch knacken. Okay. Dann aber Beeilung. Oh Gott, die sammeln sich an. Sie sind schon zu dritt. Krieg das nicht geknackt. Ich krieg das nicht geknackt. Bin viel zu nervös. Ja! Nein! Verzieh dich von mir! Ach Gott. Inventar ist mal wieder voll. Ich hätte doch Sachen verkaufen sollen. Oh, das Spiel macht mich fertig, Freunde. Das sind nur diese Schlösser, die mich so fertig machen. Das Spiel ist geil. Und die Schlösser sind kacke. Ich hasse sie. Besser Spiel kann ich auch spielen, ohne die Schlösser zu knacken. Aber es gehört dazu. Deswegen muss ich machen. Außerdem kriege ich so mehr Heilung und alles. Wow. Für den Arsch. Naja, zum Glück ein bisschen Müll. In die Sprühdose. Da! The fuck? Na, geht's dir jetzt besser? So. Okay, nur dieses Schloss, Freunde. Nur dieses eine Schloss noch. Mehr will ich gar nicht machen. Weißt du, wir machen wahrscheinlich nichts anderes als Schlösser knacken im Let's Play in insgesamt bestimmt 5 Stunden oder so. Das würde nur Schlösser knacken, aber... da ist halt der ganze Loot drin. Weißt du, als ich damals Oblivion gespielt habe, gab es ja dieses Schlossknackprinzip mit dem Dietrich, das mit dem man mal hochdrückt. So, damals dachte ich, oh, was ist das für ein behindertes Minispiel? Das hat mich schon aufgeregt, weil ich es damals nicht kapiert habe. So, mittlerweile muss ich sagen, ich wünsche mir dieses Prinzip zurück. Ich bin heilfroh, dass sie das in The Elder Scrolls Online reingetan haben und nicht dieses billige Spiel hier, was mich wirklich aufregt. Ich bekomme gerade Schweißanfälle, Freunde. Oh. Ich werfe weg ein Schild. Fallen lassen. Fallen lassen bei X. Nee, R3, so. Das ist sperrig. Ich setze es nie ein, ganz ehrlich. Wann setze ich mal so ein dämliches Schild ein? Ernsthaft? Ich sehe auf der Karte einen roten Punkt, der ist irgendwie ganz seltsam. Der rennt eine Wand entlang. Und ich muss es nicht verstehen.
Huch, was war das Blaue? Ach, eine Waffe. Das war eine Waffe von einem Kollegen. So, wir wissen ja sowieso, dass hier nichts drin ist, weil wir noch einen zweiten Punkt aufsuchen sollen. Deswegen ist das hier eigentlich für den Arsch. Aber wir müssen hier durchgehen, um wenigstens zu sehen, dass hier nichts ist. Stirb endlich! Ich brauche diese Subs! Hab ich mich erschrocken? Keine Ahnung, was der Typ von mir will. Hier ist offensichtlich nichts. Ein bisschen Müll. Ah ja, klar. Leer. Ich sehe kein Insulin. Das war offensichtlich, Freunde. Was? Ich würde sagen, der Enterhaken backt noch ein bisschen. Er backt noch ein bisschen. Und zwar Kekse. Was bist du da unten für einer? Spielt keine Rolle, ob wir es sind oder jemand anderes. Du bist schon so gut wie tot. Du bist aber keiner von Reismännern, oder? Ja, oder was bist du? Ich war halbwegs infiziert. Hä? Was war das für ein Typ? Wir sind überall Reismänner, ne? Ich weiß, das sind Zombies, aber ich gehe mal sterben. Oh Gott. Ich hätte echt gedacht, ich sterbe jetzt. Hätte echt gedacht. Ach, diesmal ist da was anderes drin. Warum nichts so Tolles. So, wir wollen da hinten zu dem anderen Zombie. Oh. Au. Tickies! Du doch. Jetzt wollte ich aber wirklich auf die andere Seite. Gut, müssen wir kurz warten. Was war das für ein Geräusch? Achso, das war mein Enterhaken. Ach, ich liebe es. Es gibt nichts Geileres, als Leute runterzuschubsen. Da hinten komme ich nicht an, ne? Nur mal kurz Hallo gesagt. So, rüber. Ab zur nächsten Apotheke. Die müssen. Ist doch klar, dass die so weit weg sein müssen, ne? Ich meine, es wäre unlogisch, wenn sie alle nah dran wären. Ne? Zombie. Oh, hier geht gut die Party ab. So, jetzt runter. Alter! Hast du mich erschrocken? Junge, Junge, Junge. Ist doch keine Apotheke hier. Ich glaube, ich muss einen runter. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ihr seid gut drauf, Zombies, wa? Alter, jetzt muss ich euch jetzt alle wegschnetzeln hier, oder was? Holy shit. Boah. Noch mehr, bitte. Neue Kraftstufe erreicht. Okay. Wie viele von euch wollen noch ihren Kopf verlieren? Was? Da steht ja noch jemand. Huh. So, ich glaube, damit habe ich es geschafft. Falls da gleich noch irgendwelche Neuinfizierten kommen, die noch ein bisschen schneller laufen können, werde ich mal kurz damit ausrüsten. Ah, und hier ist besagte Tür, die wir höchstwahrscheinlich knacken müssen. Ja, war ja klar. Ich sehe die Typen auf der Karte, keine Sorge. Genau, das macht mich gerade ein bisschen nervös.
Oh Gott! Nein, es geht hier gleich um! Oh! Warum? Ich habe mich so erschrocken, dass ich gegen irgendwas geschlagen habe, was explodiert ist. Das ist erbärmlich. Toll, jetzt kann ich da nochmal hingehen. Mann. Und dabei hatte ich es fast geschafft. Ich bin reingekommen, ohne dass ich entdeckt wurde. Aber haargenau. Und da passiert so ein Scheiß. So. Und dann mit dir. Das gefällt mir nicht. Immer noch nichts. Ah, hier ist noch ein Kühlschrank. Kein Insulin hier. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Troy, hörst du mich? Hier ist Crane. Ja, Crane? Was gibt es? In der Tagesstätte Zauberfestung sind noch Kinder. Hast du das gewusst? Hör ich zum ersten Mal. Wir haben sie für leer gehalten. Brauchen sie Hilfe? Ich denke schon, ja. Es wird dauern, bis jemand dort ist. Verstanden. Ich werde bis dahin warten. Hey, hör mal, ich brauche Insulin. Ich bin in der Apotheke, aber da ist nichts. Könntest du vielleicht schauen, ob die Computer funktionieren? Da müssten Leute inklusive Anschrift gespeichert sein, die zuletzt Insulin gekauft haben. Danke, Troy. Ende. Rupert, hier ist Crane. War leider Fehlanzeige. Verdammt. Aya musste sie schon hinlegen. Es geht ihr wirklich schlecht. Uns läuft die Zeit davon. Aber hier ist ein Beleg über eine große Menge Insulin, die an einen Ekrem Boskurt verkauft wurde. Sagt dir das was? Ekrem ist Ayas Vater. Vielleicht hat er das Insulin zu Hause gelassen. Ihre Adresse sollte auf dem Rezept stehen. Gut, ich sehe mich doch mal um. Was zum Teufel ist das? Hast du irgendwie Langeweile? Ach, der wirft die ganze Zeit die Steine nach mir. Ach, die arbeiten zusammen. Oh mein Gott. Oder? Okay. Doch nicht, aber die sind selten dämlich. Das muss man denen lassen. Na gut, haben wir ab. Ich hab gedacht, der hämmert irgendwer gegen die Wand die ganze Zeit. Ups, sorry. Falsche Kombination. Okay, 2 HP verloren. Ich hab mich nicht erschrocken, nein, ich wollte hier rein. Sie werden einen Meisterkämpfer, Sie erhalten noch mehr Ausdauer und Zugang zu neuen tödlichen Kampffähigkeiten. Ja, klar. Ja, Zombie. Freu dich mal, ich bin weg. Oh Gott, das ist nicht so weit weg, wie ich dachte. Ah, Sicherheitszone, das gefällt mir doch. Was ist das schon wieder explodiert? Warum muss hier alles explodieren? Keine Ahnung. Ach, ich muss hier raus, um meinen Interakten zu benutzen. Super. Einfach super. Wieso kann man seinen Interhaken da drin nicht benutzen? So asozial. Oh Gott. Glück muss ein Mensch haben. Die verfolgen mich immer noch. Die Bastarde. Jo,
Mal wieder ins Nichts gehauen, aber macht nichts. Wie komme ich da jetzt hin? Das Viech ist hier oben. Arsch. Hat da noch jemand hochgeklettert? Wo ist er hin? Ach, der ist runtergefallen, okay. Okay. Ach, Mist. Ist er noch oben? Irgendwie so bin ich hängen geblieben. Aber ich war doch gerade da oben, da ist nichts. Jetzt muss ich wieder runter? Der wollte mich doch verarschen. Wo soll ich denn jetzt hin? Hell! Okay, das ist die Ebene, wo ich hin muss. Ah, ich habe eine Tür gefunden. Okay, jetzt bin ich ratlos. Wir sehen hier ein Fenster, ne? Das Fenster hier ist ja offen. Da kommen wir nur nicht hin. Ah, Freunde, ich intelligent geworden. Ich weiß wohin. Ach komm, du warst so weit weg. Hier ist jemand drin. Easy going. Ihr habt doch jetzt drauf, Bros. Ich bin hier der Bro jetzt. So, was haben wir hier drin? Okay, ein paar Nägel. Eine Statue. Was ist hier? Ich will nicht. Warum muss ich jedes Mal die Dinger knacken? Das ist so krass. Ja, ja. Oh, oh. Geh mal wieder ein Glücksgefühl. Die Dinger sind doch nichts wert, weißt du, nicht stark genug und nichts wert. Vielleicht kann man mit denen schnell zuschlagen, ja. Oh. Das ist bestimmt die verschlossene Tür. Komm, scheiße, die verschlossene Tür. Bleib unten. Mach dir nicht die Mühe. Eine Voicemail. Vielleicht hier im Schränkchen? Nee, aber Müll. Apropos Müll, Müll, ich würde sehr, sehr gerne für mich ein paar Medikits herstellen. Wir können, glaube ich, 7 Stücke, oh. 14 Stück insgesamt haben wir dann. Wir haben unendlich viel Müll, aber uns fehlt einfach der Alkohol. Ich muss irgendwo so eine Schnapsbrennerei oder so geben, wo wir Alkohol ohne Ende bekommen könnten. Ausgerechnet davon findet man nichts hier in diesem Spiel. Oh, Ekrims Nachricht. Rika, ich fahre zur Apotheke, um Aljas Medizin zu holen, dann zur Pizzeria Farad. Danach hole ich Alja von der Tagesstätte ab. Es sind etwa um 18 Uhr zum Essen zu Hause. Ich liebe dich, Ekrim. Er ist also zur Apotheke, hat seine Tochter aber nie abgeholt. Rupert, wo ist die Pizzeria Farad? Was? Such die Adresse raus. Okay, in der Nähe der Zauberfestung, auf der Mercantile Street. Das ging schnell mit dem Aufenthaltsort raussuchen. Na gut, wo war jetzt besagte Tür, die verschlossen war? Oder das Fenster? Gib mir irgendwas, wo ich rauskomme. Halt, Moment.
Nicht töten! Bitte nicht töten! Danke! Okay, insofern mich niemand sieht. Komm, vergiss es. Scheiß drauf. Ich brauche den Scheiß nicht. Bin auch so glücklich. Okay, das hat viel gebracht. Das hat sehr viel gebracht. Ja, Surprise! Da ist er gleich. Kopf über in den Tod gestürzt. So, wir müssen da hinten hin. Ach komm. Ja, ich habe Déjà-vu, hier bin ich doch schon mal angesprintet. Oh Gott. Eine neue Fertigkeitsstufe erreicht. Auch gar nicht knapp. Was haben wir hier? Achso, das brauche ich nicht. Werden Sie zum Parkour-Experten. Sie können noch länger rennen und klettern erhöhen. Wenn die blablabla, Zugang, ultimativen Lauffähigkeiten. Okay. Hab's kapiert. Ihr auch. Wir wissen es alle Bescheid. Huch. Sorry, ich hab mich verfehlt. Heute ist geschlossen. Tschüss. So. Du musst es sein, ne? Insulin. Mach Platz. Was zum? Du wagst es, gegen mich deine Hand zu erheben. Okay, die ist einfach umgekippt. Komm, das machen wir heute noch. Das machen wir heute noch. Weil mich auch extra. Au. Ich glaube, dem soll ich helfen, oder? Na, Dude. Danke. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Was heißt wir? Du bist alleine. Ich glaube, der ist infiziert. Der hat sie nicht mal alle. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben das Insulin besorgt. Wir sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, ob wir nicht einen Schalldämpfer bekommen können. Oh, ich freue mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.